So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Review, denn ich war wieder mal im Kino, ne? Es ist wieder mal soweit, es geht Schlag auf Schlag immer zu. Da hinten rennen dann gerade die neue Auslosung für das NR Battle. Komplett den Verstand verloren. Das seht ihr aber auf einem anderen Kanal, wenn ihr das NHR Battle verfolgt von mir und wie es da so abgeht. Wenn ihr auf Hip-Hop, Rap, Battle Rap, sonst was steht, Disses, Bitches, Beleidigungen, keine Ahnung, dann schaut dann da mal vorbei. Werd ja auch nichts verlinken, beziehungsweise irgendwo in der Beschreibung steht, glaube ich, sowieso was. Aber heute geht es um John Wick 3, denn da waren wir wieder mal im Kino und ich muss sagen, ich habe mich so riesig gefreut auf den Film. Und John Wick und John Wick 2 oder Kapitel 2, das waren ja schon zwei richtig krasse, brutale Action-Blockbuster. So viel Blut, so viel Gewalt, so viel Kopfschüsse, so viel, oh mein Gott, habe ich ja noch nie gesehen. Und deshalb waren die Erwartungen für den Teil 3 natürlich auch relativ groß. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss sagen, der Film war cool. Der Film war lustig, der Film hatte seinen besonderen Stil, der war einfach wirklich wieder was ganz Besonderes. Aber ich glaube trotzdem noch, der erste Teil hat mir von allen drei Teilen bisher am besten gefallen, denn das war neu. Da waren auch die Bösen, dann diese Russen und dieser Schwager, den der da hatte, der Russen, Mafia-Boss und alles. Und diese Charaktere und immer diese russischen Akzente und dieses ganze Getue und Gemache da in der Stadt und wie das alles dann vonstatten ging. Diese Geschichte hat mir bisher immer noch am besten gefallen. Und die Bösewichter dazu und die Akteure und diese Gewalt, das war richtig neu. Du kommst da rein, immer ist so alles weggeschnitten und gemacht und da siehst du richtig brutal, was abgeht. Jetzt beim John Wick 3, da waren es dann eher die Japaner oder Chinesen oder was auch immer, keine Ahnung. Und diese blöde Richterin, die einem so auf den Sack ging, also warum hat er die nicht einfach erschossen, dann hätte er alles hinter sich. Und von der Story, ich fand die Story wirklich schlimm. Ich fand die so schrecklich. Im Endeffekt, ihr wisst ja alle, am Ende von Kapitel 2 hat er also diesen hat er seinen Kollegen da in diesem Hotel erschossen, obwohl es ja verboten ist, in diesem Hotel Geschäfte zu erledigen, wenn man es so nennen will, Geschäfte. Und deshalb wurde er von diesem Hotel verwiesen. Sein Status ist erloschen, er war Freiwild für alle. Es wurde ein Kopfgeld ausgesetzt von 14 Millionen. Und jeder Auftragskiller, jeder Hobbykiller, sonst was, irgendjemand, der eine Waffe hatte, wollte natürlich dieses Kopfgeld abgreifen. Und man dachte jetzt, oh mein Gott, Teil 3, der wird ja so richtig krass, so richtig brutal. Schließlich kommt er ja jetzt dahin. Er kann bei niemandem mehr Zuflucht suchen. Ihm darf keiner helfen. Er hat niemanden mehr. Er ist auf sich komplett alleine gestellt. Und egal, wo er langläuft, wo er hingeht, alle wollen ihm an die Leber. Jeder will ihm nur Böses. Jeder will seinen Tod. Jeder will die Kohle. Das wird richtig brutal. So musste er natürlich jetzt, storybedingt, musste er natürlich sehen, wie kann er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen. Er hat Scheiße gebaut, er hat gegen diese Regeln verstoßen, deswegen ist er jetzt freiwillig. Also, was hat er gemacht? Er hat trotzdem versucht, zu dem oberen Herren zu kommen, der über der Kammer steht, denn die Kammer hat das ja alles veranlasst, und dort nochmal eine zweite Chance sich geben lassen. Das ist eigentlich der Sinn gewesen. Er wusste, er würde niemals seine Ruhe haben. Und deshalb wollte er eigentlich zur Kammer, wollte um Vergebung bitten, wollte nochmal eine zweite Chance, wollte auch ein Opfer dafür bringen, was das war. Seht ihr ja, wenn ihr den Film schaut. Irgendwann hat er es also erreicht. Er ist da angekommen, wo er hin wollte, und hat nochmal eine zweite Chance bekommen, dass der Auftrag eben erloschen wird, dass das Kopfgeld weg ist, dass er ein freier Mann ist sozusagen und weiterhin eben unter den Diensten der Kammer sein Werk vollrichtet, muss man sagen. Denn das hat er ja vorher, als er der schwarze Mann war, hat es sich zur Ruhe gesetzt, wurde aus dem Ruhestand wieder geholt, um das zu rächen wegen seinem Auto, seinem Hund. Wissen wir ja alles, wenn wir die vergangenen Teile gesehen haben. Und jetzt musste er sich entscheiden, ein Leben auf der Flucht. Oder er ist wieder eingestellt bei der Kammer, verrichtet seine Dienste wieder dort, darf aber leben, das Kopfgeld ist weg und er ist im Prinzip in dem Sinne ein freier Mann, obwohl er ja doch eben ein gefangener Mann gewesen wäre. Jetzt hat er diese ganzen Hürden auf sich genommen, um dahin zu kommen, um diese Chance zu erhalten.
Und was macht er dann in der nächsten Szene? Sozusagen tritt er diese Chance mit Füßen, weil er, um diese Chance zu kriegen, seinen ehemaligen Hotelbesitzer, der da immer über ihm stand und ihm geholfen hat, den sollte er erledigen, den sollte er töten. Das war sein erster Auftrag, dass er ihn umbringt. Aber der hat damals ja ihm auch geholfen, hat ihn nicht sofort erledigt, sondern hat ihm eine Stunde gegeben, dass er aus dem Hotel fliehen kann, kann da gehen, kann abhauen. Und dann nach einer Stunde trifft er diese Dingsbums ein, wo die dann alle dem hinterhergerannt sind. Und deshalb war der Hohen Kammer natürlich ein Dorn im Auge, der Hotelbesitzer. Und sein Auftrag war jetzt also, er sollte den Hotelbesitzer umbringen. Und das ist sein Auftrag. Dann wäre er ein freier Mann und wäre wieder zurück im Dienst, hätte seine Treue bewiesen. Das konnte er im Endeffekt aber nicht. Und weil er das nicht konnte, hat er sich sozusagen also schon wieder gegen die Kammer gestellt. Diesmal sogar auch gegen den Obersten, der Einzige, der ihm damals hätte, der ihm in dieser Situation noch hätte helfen können, retten können. Hat dann lieber ist wieder in den Krieg gezogen, hat diesen Krieg dann so weit geführt, dass sie die Angreifer und alles, die dann auch dieses Hotel stürmen wollten, denn aus dieser ganzen Situation war es so, dass dieses ganze Hotel dann seinen Status verloren hat. Nicht nur John Wick hat seinen Status verloren, auch das ganze Hotel. Und deswegen waren die Leute auf dem Weg dahin, das Hotel auseinanderzunehmen, alle dort umzubringen. Und die haben dann Seite an Seite gekämpft. Und das Ganze am Ende, wie man sieht, völlig überraschend für umsonst, denn John Wick, der hat seine Chance gehabt, sein Leben zu führen, hat dem Kollegen geholfen, das Hotel zu verteidigen, wurde dann von dem Kollegen verraten, den er ja eigentlich umbringen sollte, um seine Freiheit zu bekommen, hat somit also die Freiheit nicht bekommen. Der Hotelmanager hat sich wieder mit der Kammer verbündet und John Wick weiterhin also freiwillig, weiterhin also auf der Gehaltsliste, weiterhin das Kopfgeld ausgesetzt und jetzt hat er wirklich also nichts und niemanden, denn jetzt kann er auch nicht mehr zu dem oberen Herren, um sich da freizukaufen oder irgendwas auszuhandeln. Selbst diese allerletzte Chance hat er vertan, worum eigentlich der ganze Film von der Story her total sinnlos war. Obwohl, da ging es ja natürlich wieder um Werte und Ideale. Was macht man jetzt? Lässt man sich da einkaufen oder steht man für seinen Freund ein und nimmt es mit der ganzen Welt auf? Hauptsache, man hält zu seinem Homie. Aber dieser Homie hat ihm am Ende dann trotzdem einen Arschtritt gegeben. Dann hat der andere einen eben verraten. Und so ist es. Also, das war richtig mies. Das war richtig kacke. Von der Story her fand ich das einfach... Aber neben der Story gab es natürlich reichlich Action und da will ich ein paar Sachen, die habe ich mir nämlich aufgeschrieben, schon alleine, es gab auch viele witzige Momente in dem Film zwischendurch, schon alleine der Arzt am Anfang, er wusste, das waren noch 5 Minuten Zeit und nach Ablauf dieser 5 Minuten, wenn der Auftrag raus ist und frei ist, durfte dem keiner mehr helfen und jeder, der ihm geholfen hat oder irgendwas, der wurde auch verfolgt, auch exekutiert, ermordet und da war ein Arzt am Anfang, der ihm da geholfen hat, das fand ich auch richtig cool, obwohl die Zeit schon um war, hat er ihm trotzdem nachträglich noch gesagt, wo die Tabletten sind, die er nehmen soll, damit es ihm besser geht und die Blutungen gestillt werden und alles. Und hat sich dann selbst mit ihm schon ausgemacht, dass er ihm die Waffe gegeben hat. Man dachte jetzt, oh, der fiese Arzt, der schießt den jetzt einfach, der will auch das Geld. Aber nein, der Arzt hat zu ihm gehalten und der Arzt hat ihm die Waffe nur gegeben, dass John Wick den Arzt am Ende anschießt und sagt, mir glaubt eh keiner, dass ich dir nicht geholfen habe. Also schieß hier hin, aber pass auf. Und hat er schon einfach geschossen, der konnte noch nicht mal den Satz zu Ende reden und schießt dem hier voll in die Ranse rein. Und dann hat er gesagt, pass auf, warte, ein Schuss reicht nicht, ne? Schieß am besten nochmal und dann schießt er ihm schon hier hin, der hat noch nicht mal den Satz zu Ende geredet, kriegt gleich hier eine Kugel hin, hängt dann dort und dann viel Glück und alles. Also das war am Anfang schon so cool gemacht und so sympathisch und richtig lustig auch gleichzeitig. Sehr gut. Dann wurde John Wick natürlich verfolgt von den ganzen Chinesen und bei den ganzen Kampfszenen und bei den ganzen Sachen und Action, die geboten wurde im Film, muss ich sagen, die beste Kampfszene gab es auch gleich zu Anfang des Filmes. Da haben die sich nämlich in wie so eine Art Museum gerettet. Da waren lauter Vitrinen, die sie eingeschlagen haben. Sie haben sich gegenseitig durch die Vitrinen geworfen, alle aus Glas, oder haben die eingeschlagen und dann Messer und Säbel rausgeholt oder Wurfsterne. Und wie die da Dart gespielt haben, menschliches Dart, dass sie einfach die Messer genommen
dann hat die auf die Gegner draufgeschmissen und hast gesehen, die sahen aus wie Igel. Hier eins, hier eins, hier eins, hier, hier, hier und am Ende zack noch in die Birne rein. Dann haben die da gehangen, sind ausgeblutet mit 20 Messern am Leib und wie die sich gegenseitig abgeworfen haben oder zum Schluss noch dieses Riesenbeil, was er genommen hat oder die Axt und quer durch den Raum geschleudert und dem einen noch hier in den Schädel rein. Also das war so brutal, aber so genial gemacht. Meine Mutter dann auch gefragt, hä, wie machen die denn das? Wie filmen die denn sowas? Wo man schon denkt, ja, die nehmen einfach echte Menschen und bringen die um für die Dreharbeiten. Das muss alles so sein. Das hätte man nicht gedacht, dass das so krass ist. Dann gab es natürlich noch reichlich andere Action-Szenen auch. Die Verfolgungsjagden auf dem Pferd, wo er in einem Stall gekämpft hat mit den anderen. Und er hat immer auf das Pferd drauf geklatscht, dass das Pferd nach hinten tritt und die Leute wegboxt. Also hat seine Umgebung immer mit eingebracht, da was zu machen. Oder er ist mit dem Pferd weggerannt und die mit Motorrädern hinterher. Das war natürlich auch gut anzusehen. Da haben sie sich immer vieles gedacht. Auch als er die Halle Berry getroffen hat, die ich ja eigentlich richtig kacke finde. Aber die actionmäßig mit ihm mithalten konnte, weil die ging auch richtig ab. Wenn es um ihre Hunde ging, da kannte die nichts. Da ist sie komplett ausgerastet. Die sind dann da hoch und wollten die sind nach Casablanca oder so, wollten dann dort wieder weg und mussten erstmal die versammelte Mannschaft von dem Typen dort abschlachten, wie viele Leute die dort erschossen haben und die hatten immer ihre zwei Kampfhunde bei der Seite und die auf Kommando einfach da hochgehüpft sind, dem einfach immer in die Eier und dem haben sie die Eier abgerissen und dem haben sie die Eier abgerissen und auf den ist der Hund draufgesprungen und die haben so viele Menschen dort ermordet und umgebracht und rumgeballert und alles einfach so ohne Sinn und Verstand, also... Wer auf sowas steht und wer auf pure, blanke Action setzt, der ist da richtig gut beraten gewesen. Was natürlich ziemlich traurig war, dass auch alle Leute, die ihm eben geholfen haben, auch in der Vergangenheit oder die das ermöglicht haben, dass er im zweiten Teil diesen Santonio da ermorden konnte, wurden auch im Prinzip verfolgt und ermordet. Dann hieß es, hier, du hast ihm damals die Waffe gegeben und 7 Kugeln. Ihr wisst noch, der Taubenmann auf dem Dach oben, der Morpheus von der Matrix. Und den haben sie dann am Ende auch heimgesucht. Jeder hatte Zeit, seinen Besitz zu räumen und abzutreten. Und wer nicht gleich gefolgt ist, der wurde dann einfach auch auf bestialische Art und Weise abgeschlachtet. Auch der Morpheus auf dem Dach mit 7 Stichen, weil er ihm 7 Kugeln gegeben hat, mit 7 Stichen dahingerichtet, sonst was. Und ihr habt wirklich gesehen, jeder, der je mit ihm zu tun hatte oder ihm nahe stand, wurde dann auch verfolgt von diesen Ninjas, die von der Richterin engagiert wurden. Und das war traurig, das war richtig scheiße. Und ja, am Ende musste er sich ja also entscheiden. Nun geht er dem Wunsch der Hohen Kammer nach und erledigt seinen Compadre und ist wieder zurück im Spiel, hat aber freies Geleit und wird nicht mehr verfolgt. Der Auftrag wird erloschen oder wird gelöscht. Oder steht er seinem Homie bei und hat immer noch die ganze Welt gegen sich. Aber was er gemacht hat, wurde dann aber verraten, ist vom Dach gestürzt, einfach abgeknallt, war dann aber einfach weg. So hat man dann auch gemerkt, der Morpheus, der ist gar nicht tot, der wird mit 7 Stichen aufgeschlitzt und am Ende sitzt er da und lacht sich in den Ast und hat einfach nur 3 Kratzer im Gesicht. Richtig genial. Und die haben den da hingekarrt und er und John Wick, die sind jetzt so sauer. Und dann war's Schluss und jeder denkt sich, oh mein Gott, alles klar, da wird es noch einen vierten Teil geben, ein viertes Kapitel muss unbedingt her, dass man sieht, wie das weitergeht, denn die zwei sind ja jetzt noch Homies, haben sich verbündet, denn der König der Fledermäuse, nein, der König der Tauben, der wurde ja gestürzt, lebt jetzt im Untergrund, bestialisch entstellt und John Wick am Ende seiner Kräfte wurde dahin gekoffert und die zwei jetzt zusammen als Team nochmal um die ganze Welt aufzuwirbeln, das ist sicherlich sehr interessant, auch diesen glatzköpfigen Japaner, den sie da reingeschleust haben, der mit seinen Homies da die ganzen Leute umgebracht hat und John Wick verfolgt. Das war ja auch so eine Sache, das war im Prinzip dann der Endgegner und der Bosskampf, den er am Ende hatte. Fand ich aber gar nicht so spektakulär, wenn man sieht, wie der alle anderen verfolgt hat und umgebracht. Da war der so heftig und in dem Kampf gegen John Wick war der plötzlich so schwach, obwohl John Wick vorher schon 1000 andere Leute da abgestochen hat, erschossen hat, am Ende seiner Kräfte und selbst die zwei Fußsoldaten von diesem Japaner, Chinesen, irgendwas,
die hätten John Wick schon längst eigentlich umbringen können, denn sie hatten die Gelegenheit, sie haben ihn da gehabt am Boden zu zweit, standen über ihm, aber sie waren sehr respektvoll zu ihm natürlich, haben ihm die Hand gereicht, haben ihm aufgeholfen und haben dann normal weiter mit ihm gekämpft, weil sie sehen wollten, was hat er drauf, was kann der wirklich, und hätten sie das nicht gemacht, hätte er schon längst das Zeitliche gesegnet. Und der Film wäre aus, aber die haben immer nachgegeben, Rücksicht genommen, bis der alte Mann sie dann überrumpelt hat. Und dann ist er zu dem Glatzkopf. Der Glatzkopf hätte John Wick eigentlich auch fertig gemacht. Der hat ihm schon hier den Säbel an den Hals und hätte ihm einfach zack den Kopf abtrennen können. Aber er hat extra angehalten, hat ihn nochmal zu sich geholt und wollte nochmal eine faire Chance. Das wurde ihm aber am Ende zum Verhängnis. Also da gab es viele Sachen, wo man dachte, ja, die ganze Zeit ist der Keanu Reeves so stark und brutal. Und dann siehst du einfach, er hat da wirklich zu kämpfen und zu machen. Und da wurde diese Figur nicht mehr so krass übertrieben dargestellt, sondern war eben auch nur ein Mensch, der dann auf das respektvolle Verhalten seiner Gegner hoffen muss, damit er nicht gleich unter der Erde liegt. Und dieser Japaner hat ja dann auch keine Finger mehr gehabt, die wurden ihm auch abgetrennt und er stand dann da ohne Waffe, während John Wick immer noch so einen Säbel hatte. Und der Japaner macht mit der anderen Hand noch so, ich habe wirklich gedacht, er wirft jetzt seinen Säbel weg, der Johnny. Und sie kämpfen nochmal mit den Fäusten gegeneinander. Aber nein, denn der John Wick hat seinen Säbel einfach behalten und ist hin und sticht den einfach ab. Wo ich mir dachte, na das ist ja jetzt aber eigentlich unfair. Der verschont dich die ganze Zeit und er nimmt Rücksicht auf dich und er ist so für Ehre und für sonst was und keine Ahnung. Und dann tust du diesen Faustkampf erwidern, beziehungsweise nimmst den nicht an, nimmst deinen Säbel, stichst den ab und sagst, so, hab ich gemacht, bin ich heftig der Boss. Das war ein bisschen, naja, gut. Aber die Action-Szenen trotzdem krass, der Schauspieler sowieso richtig genial dafür gemacht und man freut sich trotzdem über den Film und über das Ende und über das Schockierende, dass er da schon wieder verraten wurde und dass der andere noch gelebt hat und wie es jetzt im Endeffekt dann weitergeht. Und der Film war auf jeden Fall sehr facettenreich, hat einen aufgewühlt wieder, war trotzdem lustig, war genial. Trotzdem fand ich den ersten immer noch am besten. Der hat mir am meisten Spaß gemacht, denn da war der einfach so übertrieben. Du hast da kein bisschen Schwäche gesehen, er ist einfach durch, zack, wie Messer durch die Butter. So war der Keanu Reeves im ersten Teil und mittlerweile wirkt er wie der Undertaker in der WWE, der mit Fuß, mit Ach und Krach noch gerade so einen Fuß in den Ring setzen kann. Aber gut, er hat auch wieder etliches durchgemacht in dem Film und musste vieles erleiden. Aber bildet euch selbst ein Urteil. Ich würde den Film trotzdem einfach weiterempfehlen, nicht wie bei anderen. Bei dem Film würde ich sagen, geht rein, guckt den euch an. Vielleicht gefällt er euch trotzdem und ihr findet das alles richtig genial. Wer Action liebt, muss sowieso rein. Keanu Reeves Fan, sowieso rein. Fans, sowieso rein. Und ja, ansonsten, wer einfach mal einen Film zum Abschalten für zwischendurch haben will, geht trotzdem da rein, ist eine Empfehlung wert. Das war es aber von meiner Seite. Habt ihr den Film auch schon gesehen? Dann schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.